Moin und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Farming Simulator 2017 hier auf meinem nagelneuen Kanal Finals Farming. Schön, dass du wieder da bist. So, wir waren stehen geblieben, die Düngemaschine zu Feld 13 zu fahren. Überfahrt. Nein, will er nicht. Warum nicht? Ach so, ja, ist natürlich klar. So. Ja, macht er das? Ja, macht er. Gut. Du bist... Was macht der jetzt hier? Für lustige Spielchen? Ach so. Ja. Okay. So, du bist fertig. Abfahrer entlassen. Die Seemaschine könnten wir eigentlich hier lassen. Ich weiß, den Grubber hätten wir auch da lassen können. Wir lassen jetzt einfach mal gerade hier stehen. Wir lassen ihn mal hier stehen. Vielleicht wird es sich nicht aufgehen und vielleicht wird es sich doch aufgehen. So, dann machen wir nochmal eine Überfahrt zurück, denn wir müssen uns den Sammelwagen holen. Von Feld 13 zu farmen. So. Wunderbar. Hatten wir das jetzt schon? Hatten wir dafür einen Kurs? Ich weiß es gar nicht mehr. Feld 13, grubbern, pflügen, säen. Nein, haben wir nicht. Haben wir wirklich nicht. Ich dachte, das hätten wir schon mal gemacht. Okay, kein Problem. Düngen. Dann holen wir uns nochmal den 13er Kurs. Aktuelle Position. Ein Vorgewende. Ne, zwei Vorgewände hatten wir gesagt. Machen wir. Kleines Stückchen weiter vorfahren. Dann hier Kurs berechnen. So, dann erster Wegpunkt und los geht's. Dann speichern wir den natürlich auch noch ab. 13 Unterstrich und es ist Düngen. Dann wollen wir den noch verschieben in Feld 13 und dann haben wir das auch fertig. Ah, seht ihr? Jetzt habe ich hier doch was vergessen. Und zwar habe ich vergessen, das wieder auszuschalten. So. Ja, das können wir auch nochmal gerade machen, wenn wir eh dabei sind. Gut. Das macht er. Der hat noch ein bisschen Platz. Da kümmern wir uns gleich drum. Der ist wieder angekommen. Und da ist er. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Weil das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, dass wir da jetzt das einsammeln können, das Stroh. So, und Kurs von Farm zu 13. Alright, wie sieht's denn eigentlich hier aus? Ja, ist jetzt noch nicht so viel. Paletten gibt's jetzt hier auch nicht. Die Baumstämme habe ich wieder reingetan, ein paar. Schauen wir mal kurz, wie viel wir hier noch haben. Ja, noch jede Menge. Jede Menge drinne. Der hat durchdrehende Reifen. Warum hat er durchdrehende Reifen? Der hängt da hinten. Ja, okay, ich weiß, woran er hängt. An dem Hydranten.
Kurs ist mit Anhänger ein bisschen schwierig. Ach komm, wir fahren jetzt gerade fertig. Und du lässt mich vor. Achtung! Oh! Hat er? Wer, jetzt müssen wir mal gucken. Wer hat denn hier Vorfahrt, Kollege? Wer hat hier Vorfahrt, ne? Ne, das. Das macht. Hä? Auf der Vorfahrtsstraße mit einem Stoppschild? Das macht keinen Sinn. Vorfahrtsstraße mit einem Stoppschild. Das. Also, ich meine, ich habe jetzt 11 Jahre meinen Führerschein und noch keinen Unfall, aber. Die Kombination ist ein bisschen strange. Aber auf jeden Fall, er hätte stoppen müssen, hat er nicht getan. Jetzt kommen wir hier nicht mehr. Wirklich. Kollege, das ist nicht lustig, was du hier veranstaltest. Mir die Vorfahrt nehmen und dann hier noch in mich reinfahren und dann. Ja, wir warten. Das macht jetzt keinen Sinn. Hier jetzt Stress zu schieben macht keinen Sinn. Sonst gibt es noch Verletzte. Das wollen wir ja nicht. Das wäre wirklich schade. Ja, aktuell steht natürlich, ist ganz groß im Thema Farming Simulator 2019. Ich freue mich mega drauf. Ihr habt mit Sicherheit auch schon eine ganze Menge von gehört. Also, ich bin da so ein bisschen verwundert. Denn ich lese immer wieder manche, die sagen, oh, voll enttäuschend und das ist doch voll der Müll, das wird überhaupt keine Verbesserung werden und so weiter und so fort. Und ich sage, Leute, seid ihr euch wirklich sicher, dass das keine Verbesserung sein soll? Allein, dass man den Hof jetzt frei gestalten kann, ist doch, also ich finde das mega. Man soll ja jetzt seine eigenen Sachen so platzieren können, ne? Dass du selbst entscheidest, wo was, wo sich was befindet. Und also, ich feiere das mega. Lass mal kurz da temporär kopieren. Ich feiere das wirklich mega. Also allein das, ich brauche jetzt nicht so die Grafikverbesserung, finde ich jetzt gar nicht mal so wichtig, also für mich. Das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber für mich ist halt da mehr im Gameplay wichtiger. Und da finde ich, haben sie doch unglaublich viel gemacht. Ich meine, dass du, klar, sie haben wieder weitere Feldfrüchte hinzugefügt. Ein bisschen wenig, es hätte ein bisschen mehr sein können. Okay, ja, stimme ich zu. Jetzt, es gibt ja auf jeden Fall Baumwolle. Ansonsten meine ich, hätte ich jetzt nichts, von nichts weiterem gehört. Es hätten jetzt hier sowas wie hier jetzt Hafer, Dinkel, Roggen und so, das hätte es ruhig sein können. Ich meine, das kostet dir ja nicht viel, da ein paar weitere Sachen hinzufügen. Und denn du hast ja ähnliche oder gleiche Maschinen sogar. Und ja, wäre jetzt, glaube ich, nicht so viel mehr Arbeit gewesen. Allerdings, wie gesagt, Möglichkeit, dass du jetzt deinen Hof selbst gestalten kannst, ist halt schon extremst cool. Und das allein, finde ich, ist schon eine gewisse Gerechtfertigung dafür, jetzt zu sagen, hier haben wir eine neue Version. Ja? Und jetzt nicht das irgendwie über einen Add-on oder sowas zu machen. DLC. Weil meines Wissens nach ist es ja immer noch die gleiche Engine. Es hat sich ja an der Engine nichts geändert.
Giants hatte da ja gesagt, das würde dann wohl vielleicht erst mit, es müsste ja dann rein theoretisch LS21 sein, der dann eine neue Engine haben könnte. Und ich bin mir auch sicher, dass es eine LS21 geben wird, einfach weil das der beste Simulator meines Erachtens nach ist, den es gibt. Ja, ich weiß, jetzt werden einige raunen und sagen, oh, na, da lehnst du dich ganz schön weit aus dem Fenster. Aber ich sage, nee, ich finde den LS, also allgemein den Landwirtschaftssimulator, als würde ich als den besten Simulator bezeichnen. So Gold Rush und so, die sind ja alle ganz nett. Und ich habe das auch mal ein bisschen gespielt, war jetzt nicht so ganz mein Fall, obwohl ich auch natürlich hier Goldrausch in Alaska und sowas unglaublich gerne mir angeguckt habe. Aber ich habe ein Problem mit der Bodendynamik, also wie sie da das rausholen mit dem Boden, mit dem Dreck, den du da rausholst, das ist mir nicht realistisch genug. Also gerne vielleicht nochmal so in ein oder zwei Jahren mal gucken, was sie da so alles gemacht haben, weil es tut sich ja unglaublich viel. Auch Cattle and Crops hat da ja auch, finde ich, eigentlich ganz gute Sachen gemacht. Ich habe es jetzt noch nicht selbst gespielt, aber das, was ich bis jetzt so gesehen habe, auch bei anderen, ist ja schon nicht verkehrt mit dem dynamischen Boden. Aber wenn wir das einfach da mit dem Bagger, wie das da so rauskommt und dann fühlt sich das nicht so nicht wirklich realistisch, finde ich zumindest. Nee, hat mir einfach nicht gefallen. Was habe ich gespielt? So 30 Stunden oder sowas. Und dann habe ich gesagt, oh nö, nicht mehr. Und dann kam irgendwann hier wieder Farming Simulator. Und habe ich gesagt, Das ist schon ein geiles Spiel. Es macht einfach Fun. So, und da freue ich mich, wie gesagt, sehr auf LS19. Bin ja auch gespannt, könnt ihr mal schreiben, ob ihr das euch schon gekauft habt. Ich habe es mir natürlich schon gekauft. Allerdings die Steam-Version. Ich habe lange überlegt, also in der Vorbestellung, ich habe lange überlegt, ob ich mir über Amazon die Collector's Edition oder sowas zulege. Aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ich unbedingt das sofort haben möchte. Eben an dem 20. November möchte ich es spielen, möchte ich es haben. Ich werde mir keinen Urlaub nehmen können, weil ich habe jetzt demnächst einen Jobwechsel und reise in ein neues Bundesland und ja, also bei mir verändert sich privat auch eine ganze Menge und da will ich jetzt nicht einfach direkt am Anfang meinem neuen Arbeitgeber sagen, hey, lieber neuer Arbeitgeber, gib mir doch mal bitte mitten unter der Woche Urlaub, weil ich Computer spielen will. Und das würde der nicht so lustig finden in meiner neuen Position, die ich dadurch auch bekomme. Und deswegen werde ich das aber abends dann gleich spielen wollen und da muss es einfach da sein. Da habe ich keine Lust, noch irgendwie groß zu warten, dass es dann vielleicht nicht da ist oder sowas, weil dann will ich halt die Abende wirklich nutzen und natürlich auch ein paar Let's Plays machen. Da freue ich mich, wie gesagt, ja auch schon mega drauf. Das dann mit euch zu erforschen und mir das Ganze anzugucken. Und ich habe ja auch noch nie im Multiplayer gespielt. Einfach weil ich, sehr einfach, weil ich in meiner aktuellen Wohnung so schlechtes Internet habe, dass es sich nicht lohnt. Also es ist, von der Geschwindigkeit ist es okay. Das Problem ist, hin und wieder verabschiedet sich das Internet mal kurz. Und das ist so fürs Hochladen von den Videos, ist das alles okay, da funktioniert das. Aber für Spiele, Multiplayer-Spiele, geht es halt leider einfach überhaupt nicht.
Und finde ich auch blöd. Du weißt ja, wenn ich mich nämlich recht erinnere, ist es so, dass es ja dann auch unterbrochen wird, das Spiel, wenn da einer irgendwie gerade einen zu langen Hangout hat. Und nee, das wäre einfach bescheuert. Aber dann in der neuen Wohnung habe ich hoffentlich sehr, sehr, sehr gutes Internet. Und dann würde mich natürlich auch sowas reizen und vielleicht machen wir da auch mal ein Community-Projekt draus. Das ist jetzt noch sehr, sehr hypothetisch, aber könnt ihr auch mal so schreiben. Klar, der Channel ist ja auch noch hier am Anfang, aber würde mich einfach mal interessieren, wie ihr dazu so steht. Wäre durchaus eine sehr interessante Sache. So, also, wir bringen jetzt unser Stroh hier ins Lager. Jetzt schauen wir noch mal. Das hier war Gras, Silage. Da. Hier bringen wir unser Stroh rein. Müssen wir mal gucken, ob da ein Trigger ist, dass wir das abladen können. Wäre auch grundlegend mal interessant, weil mit jedem Trigger können wir natürlich auch gut mit Curseplay was einfahren. Fahren wir noch ein Stück weiter gerade. So. Wir sehen natürlich nicht besonders viel. Aber das scheint doch so zu klappen. So. Oder müssen wir das einfach nur hier abladen? Also einen Trigger gibt es nicht. Ich sehe auch hier in der Beschreibung nichts. Dann würde ich einfach sagen, wir probieren das einfach mal aus. Zumindest lässt sich das hier so füllen und da nebendran die Anzeige ist auch gestiegen. Also, ja, das scheint so, genau so zu gehen. Ja, sehr gut. Ja, das ist cool. Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir die auch nochmal wieder zuklappen. Und dann können wir doch auch gleich das Feld noch fertig machen. Ja, also wie gesagt, bin da mal sehr gespannt, hätte da mal mega Bock drauf. Ja, bin da auch offen für jegliche Form von Ideen, Maps mit irgendwelchen Mods und dann sowieso auch im LS19, wie das dann läuft mit den mehreren Farmen, die man dann da vermutlicherweise ja haben kann. Und ja, also ich bin da sehr, sehr gespannt. Wird mega geil. Ich freue mich super auf LS19. Und bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. So, nächster passender. Den nehmen wir. So, also, dann können wir hier unsere Erntemaschine wieder zurückfahren. Die ist fertig. Fertig. Das machen wir lieber so rum. Ja, was meint ihr? Sollen wir noch mal ein weiteres Feld kaufen? Also ich bin am Überlegen. Also wir haben jetzt noch die Möglichkeit, rund. Was können wir uns noch holen? Wir haben 180 ungefähr. 180.000 Euro können wir noch holen. Wir könnten uns natürlich jetzt kein weiteres Feld holen und sagen, wir holen uns Kühe. Ein paar Mukus. Dann müssten wir natürlich auch noch ein bisschen Silage produzieren. Also wir müssten Gras
Müssten Gras ernten. Mähen, um besser zu sein. Oh, hier muss ich mich beeilen, bevor da der PKW mich wieder einklemmt. Und dann bräuchten wir, wie gesagt, Silage und Gras. Dann hätten wir eigentlich alles für Rinder. Also wir bräuchten noch eine Mischmaschine. Nee, Mischmaschine brauchen wir ja nicht. Das kriegen wir, können wir ja so machen. Das ist gut. Weil dadurch sparen wir natürlich auch eine ganze Menge Kohle. Aber wisst ihr was? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob wir lieber das Geld in ein paar Felder setzen sollten. Oder ob wir uns jetzt schon mal der Zucht von unseren lieben Rindern machen sollten. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, hat wieder viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und würde sagen, bis dahin, ciao, ciao.